Wir müssen hier weg. Sofort! Ihr wollt den Deal? Dann los! Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Joel, hilf mir doch mal. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie's läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leckt mich am Arsch. Okay, vorsichtig. Waren wohl Ratten oder so? Auf meiner Seite ist nichts! Auch nichts! Okay.
Nicht verlieren! Haben wir Sichtkontakt? Negativ. Suchen wir weiter. Ist er da? Er ist nicht hier drüben! Hier ist er! Im Gebäude! Jetzt sind wir gleich da. Los, da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Nicht mehr weit. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Was Kraft. Sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch.
Joel, hilf mir mal eben. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Hier runter. Achtung. Los, mach ihn. Die Unterstützung des Unterkrimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter.
und sie kümmert sich um mich und ich bin 14, auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Wartet am Treffpunkt am Haus. Sie meinte, da wären Fireflies für so eine andere Stadt. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig.
nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Er bitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Wir müssen noch mal laufen. Sie sind überall. Ja. Da. Ich sehe sie. Die müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nicht sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag. Also weitersuchen. Da unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Nicht aus den Augen verlieren! Höre was! Hier lang! Ich kann welche hören. Hier können wir durch. Ja.
hier durch. Okay. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Okay. Wer ist da? Komm raus! Lass sie! In der Gasse! Okay. Hier durch. Na los. Werden wir uns weiter verfolgen? Wir sollten zumindest nicht hier warten. Bleib unten. Bleib still. Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet's hier nicht. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Dankeschön. Mist. Noch mehr Soldaten. Das Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Des, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay.
sammeln! Sie rufen uns zurück! Zurück zum Wald! Weiter! Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. So sehen die Häuser also vom Nahen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Unser Reiche und die Quarantäne haben sie nicht bombardiert. Aber wir sind viele Infizierte in der das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Ist ganz schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Hier drüben. Hey, Tess! Komme!
Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Noch einer. Mist. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. So aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Nichts passiert. Alles ist total okay. Hilf mir hier mal. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße! Ja!
bitte. Hilf mir da hoch. Ich sehe mich um. Du siehst nicht gut aus. Hier. Besten Dank. Sehen, ob es da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Bitte, die Damen. Okay, komm. Thank you.
schon, Ellie. Ja. Nicht runterschauen. Bloß nicht runterschauen. Alles okay. Wir müssen da durch. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen.
Okay, ihr könnt kommen. Verschwinden wir von hier. Okay, Tess, los. Okay, halt fest. Hier, lass uns gehen. Alles klar. Aha. Hier, verarzte dich. Dann mal los. Gehen wir's an. Hier können wir durch. Vorsichtig. Zurück sind. Lass uns erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Hier lang. Tess, hier unten. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt, in der Stadt wie draußen.
der Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Scheiße. Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Durch das Fenster. Los. Ja. Thank you.
Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los. Joe, da drüben. Dort links. Okay, na los. Hey. Na los. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Okay. Ich wurde von so einem Gebissenen. Die haben noch Gesichter. Die sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Okay, dann mal los. Klettert hoch. Thank you.
Joel, hier drüben. Wir gehen durchs Gebäude. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich meine ja nur. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Sie kommen! Ich weiß! Okay. Was am Schuh. Eklig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus.